In einer weiteren großen Karriere wird hier in Tokio das letzte Kapitel geschrieben. Xu Zhen und Hongbo Zhao gelang der dritte Sieg bei Weltmeisterschaften, den dritten Titel nach 2002 und 2003. Kaum mehr wurde es erwartet, kaum mehr hatte man damit gerechnet, dass die beiden nochmal zu alter Stärke zurückfinden würden. 2005 und 2006, das waren zwei Jahre, in denen die beiden ein Tal der Tränen durchstritten, denn Hongbo Zhao riss sich im Training bei den Weltmeisterschaften 2005 die Achillessehne. Sie kam 2006 gerade rechtzeitig für die Olympischen Spiele zurück, aber mussten dann direkt wieder pausieren. Aber in diesem Jahr haben sie alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Caruso von der Gruppe Nedivo. Xu Zhen und Hongbo Zhao, so gelöst, wie man sie eigentlich noch nie gesehen hat. Aber sie wissen, wir haben es geschafft. Wir haben unsere Karriere auf dem Höhepunkt beendet. Und natürlich wurden die beiden gefragt, denkt ihr nicht jetzt doch noch übers Weiterlaufen nach? Denn ihr wart so überlegen in diesem Jahr, da kann man doch nicht zurücktreten. Aber die beiden gaben an, wir haben einfach die Warnsignale unseres Körpers verstanden. Der Achillessehnenriss von 2005 ist noch nicht so hundertprozentig verheilt. Hongbo Zhao hat immer noch dann und wann Probleme, Schmerzen mit
mit der rechten Achillessehne, aber in diesem Jahr ist alles gut gelaufen und man soll einfach zurücktreten, wenn man noch ganz oben ist und nicht, wenn der Körper ein Mitlaufen in der Weltspitze schon nicht mehr so richtig zulässt. Sie brachten